Ja, hallo und schön, dass wir uns wieder sehen. Letzte Woche haben wir unseren Film Achtung Falle genannt. Es ging im Endeffekt ja darum, worauf man achten sollte, wenn man sein Schiff bucht, beziehungsweise dass man nicht blindlings einfach jedem Anbieter vertrauen sollte, weil der Schein eben doch oft auch mal trügt. Wir haben ein paar Punkte aufgeklärt, wo man einfach ein bisschen genauer hinschauen sollte, dass man dann auch wirklich einen vollen Anbieter für seine Yacht hat. Und in der heutigen Folge geht es um ein paar Punkte, die die Yacht selber betreffen, also die Yachtauswahl betreffen. Und tja, was ich da genau meine, das verrate ich euch jetzt gleich. Bleibt dran. Ja, wie auch in der letzten Woche habe ich mir ein paar Sachen einfach wieder notiert, dass ich nichts vergesse und möchte auch gleich loslegen. Wenn ich mir ein Schiff aussuche, wenn ich auf den einzelnen Webseiten unterwegs bin, auch auf unserer Webseite unter www.charterbar-yachting.de, kann man ja seine Schiffe aussuchen. Das heißt, man gibt da einfach seine Wunschdaten ein, gibt ein, wo man segeln möchte oder wo man sich ein Motorboot mieten möchte. Und schwupps kommen dann eben eine Latte von Angeboten, die Preise werden angezeigt, alles ist da, man klickt drauf, schaut sich die Schiffe an. Ja, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere sagen, naja, wieso spricht er jetzt seine eigene Webseite an? Es geht doch jetzt hier um Fallen, in die man nicht tappen sollte. Ja, aber es ist einfach Fakt und ich denke, das muss man einfach auch mit ansprechen, denn auch bei uns gibt es einige Dinge, die man als Kunde nicht immer weiß, die aber meiner Meinung nach eben sehr wichtig sind. Und der erste Punkt ist zum Beispiel gleich so einer. Bitte vertraut nicht den Bildern, die ihr auf den einzelnen Webseiten, Plattformen etc. von den Schiffen seht. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, ich meine, diese Bilder, die werden natürlich von den jeweiligen Anbietern zur Verfügung gestellt und wir können im Endeffekt auch nur die Bilder quasi nehmen, die der Vercharterer dann einstellt in das System. Wir als Agentur vermitteln ja quasi die Yacht. Das heißt, wir müssen auch mit den Informationen, die der Vercharterer uns zur Verfügung stellt, eben arbeiten, beziehungsweise das macht ja auch Sinn. Aber zum einen ist es so, dass diese Bilder sehr, sehr, sehr oft einfach die Bilder sind, die von der Werft zur Verfügung gestellt werden. Und wenn ich hier dann das Bild von einer bestimmten Yacht habe, dann sollte man einfach nicht davon ausgehen, dass genau die Yacht, die ich da jetzt auf der Webseite sehe, auch die Yacht ist, die ich bekomme. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, um Gottes Willen, das ist ja Täuschung, beziehungsweise ich muss doch dieses Schiff sehen, welches ich dann auch bekomme. Jein. Das sage ich deswegen so, weil ich finde nämlich gar nicht, dass das so sinnvoll ist. Und zwar, viele der Vercharterer haben tatsächlich auch genau die Bilder von den Schiffen drin, also wirklich die Originalbilder von den eigenen Schiffen drin. Und jetzt sagt man vielleicht, ja, genau, super, genau so soll es sein. Oder wir haben auch Kunden, die dann sagen, Mensch, könnt ihr uns nicht Originalbilder von dem Schiff zuschicken? Das ist auf Nachfrage oft möglich. Die Vercharterer haben dann tatsächlich auch Originalbilder oder können bestätigen und sagen, nein, es ist tatsächlich so, dass die Bilder, die jetzt im System sind, auch dem Bild, also auch wirklich der Yacht entsprechen, dass es Originalbilder sind. Aber warum bin ich kein Freund davon? Ganz einfach aus einem ganz bestimmten Grund. Diese Bilder werden in der Regel dann gemacht, wenn das Schiff in die Flotte kommt. Und wenn ich jetzt ein Schiff habe, was 4, 5 Jahre alt ist, aber die Bilder eben am Anfang gemacht wurden, dann sind die Bilder ja auch schon 4, 5 Jahre alt. Also die Frage ist, was bringt mir tatsächlich, wenn ich das Originalbild sehe? Also selbst wenn es jetzt Bilder von der Werft sind, reicht das ja eigentlich aus, weil ich ja dann sehe, wie ist das Schiff aufgeteilt, wie ist der Riss des Schiffes. Das sind natürlich Fakten, die müssen stimmen. Also wenn auf dem Riss steht, dass da eben zwei Kabinen vorne sind oder eben eine Stockbettkabine oder so und so viel Nasszellen, das sollte natürlich und die Aufteilung sollte natürlich schon stimmen. Aber ob jetzt das Bild genau das Bild ist von dem Schiff, was mich dann dort erwartet, ist eigentlich gar nicht mehr so relevant.
Und lasst euch davon auch einfach nicht täuschen, weil die Enttäuschung ist dann vielleicht, wenn ich zum Beispiel ein altes Schiff buche, ein Schiff, was, keine Ahnung, 10 Jahre alt ist, und ich sehe dann die Bilder und sage, wow, das ist ja super, da ist ja kein Kratzer dran und nix und es ist ja top in Schuss. Und dann kommt vielleicht die Ernüchterung, weil die Bilder schon vor 9 oder 10 Jahren gemacht wurden und man dann vor einem Schiff steht, was eben auch 10 Jahre alt ist. Klar, es soll funktionieren, alles schön und gut, aber mit den Bildern einfach vorsichtig sein. Man kann mal nachfragen bei älteren Schiffen, ob es Originalbilder gibt, die dann vielleicht auch nicht so alt sind, oder man fragt einfach mal nach, wie alt denn die Bilder sind. Dann habe ich tatsächlich was, womit ich arbeiten kann, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, lasst euch nicht so viel blenden von irgendwelchen Bildern, die ihr in den auf den Webseiten seht oder auf irgendwelchen Portalen. Wenn es sich um neue Schiffe handelt, okay. Aber da verrät mir das Bild eigentlich auch nichts Besonderes, weil gut, ein neues Schiff ist ein neues Schiff und da ist so oder so eigentlich alles in Ordnung. Und ob ich jetzt dann Werftbilder habe oder nicht, bringt eigentlich keinen Unterschied. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Bildern ein Schiff mit Teakdeck sehe und ich habe in der Ausstattungsliste jetzt nicht drinstehen, dass es ein Teakdeck hat, dann muss ich davon ausgehen, dass das Schiff auch kein Teakdeck hat. Wenn in der Ausstattungsliste das nicht drinsteht, dann gehe ich eher mal davon aus, dass das auch wirklich der Fall ist. Hier übrigens vielleicht mal zwischenrein ein kleiner Tipp mit den Ausstattungslisten. Bitte auch vorsichtig sein, weil Fehler passieren und es ist auch schon vorgekommen, dass ein Vercharterer in seiner Ausstattungsliste, die er auch uns weitergibt, einen Fehler drin hat. Dass vielleicht ein Bugstrahlruder drinsteht, obwohl keins dran ist. Kommt selten vor, keine Panik, aber es kommt vor. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ausstattungsmerkmal habe, was mir extrem wichtig ist, dann bitte einfach rückbestätigen lassen. Uns nochmal fragen und sagen, hat das Schiff wirklich ein Bugstrahlruder oder, keine Ahnung, ein Generator oder ein Watermaker, ja, gerade bei so ausgefallenen Sachen, dass wir das rückbestätigen lassen können, weil diese Ausstattungslisten sind grundsätzlich vom Vercharterer immer ohne Gewähr. Und wenn es jetzt keine außergewöhnlichen Mängel sind, die dann tatsächlich festgestellt werden vor Ort, ist es auch nicht so, dass man das jetzt dann irgendwie lösen kann oder dass man da jetzt mal eine Refundierung oder sowas bekommt, weil man müsste ja als Skipper auch mit einem Schiff zurechtkommen, wo jetzt zum Beispiel das Bugstrahlruder kaputt geht. Also anderes Thema wieder, aber auch da bei ganz so wichtigen Geschichten einfach rückbestätigen lassen. Aber wir waren beim Thema Bilder und da einfach nicht unbedingt sich darauf verlassen, was man da so sieht. Zweiter Punkt. Man lässt sich viel zu sehr blenden von den Preisen, die einem angezeigt werden. Und oft ist es ja so, dass die Webseiten, gerade bei den Plattformen, dass das so ist, dass man irgendwie die billigsten Preise oder die niedrigsten Preise ganz oben sieht. Man kann das auch einstellen. Das kann man bei uns zum Beispiel auch einstellen. Bei uns ist es so voreingestellt, dass man die höchsten Rabatte weiter oben sieht. Man kann es natürlich auch wieder umstellen, finde ich jetzt persönlich ein bisschen sinnvoller. Aber warum ist es wichtig, dass man sich von den Preisen erstmal nicht blenden lässt? Das ist ganz einfach. Der Preis, der da zu sehen ist, sagt ja erstmal nur aus, was das Schiff, also was der Schiffspreis ist. Ich habe in dem Moment noch keine Informationen darüber, welche Ausstattung das Schiff hat. Ich habe in dem Moment auch noch keine Informationen darüber, ob es hier zum Beispiel ein obligatorisches Extra-Package gibt, was noch zu zahlen ist. Und es gibt Vercharterer, die ganz bewusst den Preis niedrig lassen oder niedrig halten und dann aber ein gewisses Package haben, also eine Stützpunktabgabe haben vor Ort, in die eben sowas wie Endreinigung, Außenborder, Gas, Bettwäsche, Handtücher, all diese Dinge reingepackt sind. Und da zahlt man dann, je nach Schiffsgröße, wenn es ein großes ist, dann vielleicht auch sogar mal 400 Euro. Und schon ändert sich der Preis, den ich tatsächlich für das Schiff zahlen muss. Da steht zwar alles dann in den Extras drin, also auch auf jeder Plattform eigentlich. Also bei uns ist es zum Beispiel so, die Schiffspreise sind drauf, man klickt drauf. Und dann sieht man natürlich auch, was für Extras noch zu zahlen sind, welche obligatorisch sind, also Pflichtabgaben sind und welche man dazu buchen kann, freiwillig zum Beispiel, wenn man sich noch irgendwelches Wasserspielzeug oder sowas dazu buchen will oder sowas wie ein Stand-Up-Paddleboard. Also all das ist dann sichtbar, wenn man drauf ist. Aber das Ziel von dem Vercharterer ist ja, dass er sein Schiff interessant hält und dass auf irgendwelchen Portalen die Schiffe dann vielleicht aufgrund des niedrigen Preises weiter oben angezeigt werden.
Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich nur auf den Preis schaue. Es ist natürlich aufwendig, wenn man weiß, hey, ich möchte ein Schiff mit bestimmten Ausstattungsmerkmalen haben, ich möchte ein gewisses Baujahr haben, ich möchte natürlich auch den Außenborder mit dabei haben und all solche Dinge, bis man hier wirklich mal richtige Vergleiche sich aufzeigen kann, muss man schon ein bisschen Zeit investieren. Und für jeden, der jetzt unsere Webseite kennt, der wird wissen, dass man sich zum Beispiel die Schiffe auf eine Wunschliste packen kann. Und wenn man sich die Wunschliste anzeigen lässt, dann kann man die, so wie bei, ja, gibt es ja auch bei manchen anderen Webseiten mit anderen Artikeln zum Beispiel, dass man da einfach einen schönen Vergleich hat, dass man sagen kann, ah, okay, das ist hier, das hat es nicht und so viel kostet es. So kann man das machen, da kann man zumindest sich mal einen groben Überblick verschaffen und wie ich schon oft gesagt habe, freue ich mich einfach, wenn ein Kunde sich das schon mal anschaut und uns mal seine Wunschliste schickt, dann wissen wir schon mal grob, was er haben möchte, aber einfach bei uns melden, die Sachen rüberschicken und sagen, hey, das und das wünsche ich mir, das stelle ich mir vor, das ist ja unser Job, ist ja unsere Aufgabe, das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis für den Kunden zu bekommen. Und wir wissen natürlich schon, wie wir zu suchen haben. Und wenn ihr euch bei uns meldet, dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass wir nichts unversucht lassen und auch wirklich jedes Schiff gecheckt haben und geguckt haben, was Sinn macht für die Geschichte, die ihr euch eben vorstellt. Also, wie gesagt, nicht unbedingt blenden lassen, nur weil man irgendwo auf irgendeinem Portal irgendeinen günstigen Preis gesehen hat. Man sollte nochmal genau hinschauen. Es fängt beim Baujahr an, es hört nicht nur bei der Ausstattung auf, sondern eben, ja, sind es auch dann die Stützpunktabgaben und vielleicht auch noch ein, zwei andere Punkte, die hier relevant sind. Dann habe ich noch, auch finde ich super interessant, ist wirklich täuschend, wenn man sich ein altes Schiff bucht, da spricht nichts dagegen, in erster Linie dann nicht, wenn es von einem guten Anbieter ist, von einem Vercharterer, bei dem man wirklich auch alte Schiffe buchen kann. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Also wir haben Vercharterer, bei denen kann man Schiffe buchen, die sind über 10 Jahre alt oder noch älter und die sind top in Schuss, da gibt es gar nichts. Wir haben aber auch Vercharterer, bei denen buchen wir keine Schiffe ein, die älter als 3 Jahre sind. Grauenhaft, sowas sagen zu müssen, aber es gibt es tatsächlich. Da ist alles in Ordnung, solange die Schiffe 3 Jahre alt sind und danach, würde ich eher die Finger davon lassen und deswegen bieten wir die dann einfach auch nicht an. Aber warum, sage ich, ist es wichtig in dem Fall bei den älteren Schiffen auf eine Geschichte aufzupassen? Und zwar ist es oft so, dass bei diesen Schiffen draufsteht Refit. Das hört sich gut an. Refit heißt, das Schiff ist refitted worden. Und gerade wenn man jetzt keine Beratung hat, sondern vielleicht online irgendwie buchen möchte, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, aber wenn man das macht und man liest dieses Refit, bitte nachfragen. Refit kann alles Mögliche sein. Ich hatte schon mal jemanden, einen Vercharterer, der hatte Refit reingeschrieben, wo wir uns erkundigt haben und gesagt, was für ein Refit hast du gemacht? Was ist alles an diesem Schiff refitted worden? Und die Antwort war sowas von ernüchternd. Die Antwort war nämlich, dass er das Großsegel ausgetauscht hat. Das geht natürlich gar nicht. Das haben wir gleich wieder rausgenommen, weil es absolut täuschend ist. Ein Refit, so wie wir das verstehen, ist so, dass die Maschine komplett überholt wird. Dass zum Beispiel das Deck komplett runtergerissen wird und ein neues Teakdeck drauf gemacht wird. Dass das Interieur ausgetauscht wird. All das gibt es. Die Segel müssen sowieso ausgetauscht werden, alle paar Jahre. Klar ist das auch ein Refit und man kann es dann auch mit dazu schreiben, aber da muss man auch hinschreiben, Refit der Segel im Jahre 2019. Dann habe ich eine Idee, dann weiß ich, okay, das Schiff ist 10 Jahre alt, aber ich habe brandneue Segel drauf. Aber diese Information ist wichtig und allein das Wort Refit ist total schlecht, weil es mir einfach gar nichts aussagt. Aufpassen, dass euch das nicht passiert. Eine ähnliche Geschichte, mit der ich auch mich noch nicht so anfreunden kann und ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, sind die berühmten Bewertungen. Da hat man letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen, über die Bewertungen der Vercharterer, der Agentur zum Beispiel oder auch eben der Vercharterer. In dem Fall finde ich es noch viel, viel, viel schwieriger. Wenn ich eine Bewertung über ein Schiff habe, dann sagt das eigentlich nicht unbedingt viel aus. Weil ich weiß ja gar nicht, von wann diese Bewertung ist.
Und wenn ich ein Schiff habe, was jetzt 5-6 Jahre alt, gerade dann ist es mir ja wichtig zu wissen, Mensch, in was für einem Zustand ist das Schiff? Und wenn ich mir jetzt Bewertungen zu diesem Schiff anschaue oder ich sehe, da sind 5 Sterne, da will ich natürlich wissen, von wann sind die? Ja, und das ist eigentlich schon mal eine ganz wichtige Information. Es gibt Plattformen, bei denen wird das wirklich auch mit angegeben. Und wenn ich dann sehe, dass diese 5 Bewertungen tatsächlich von der letzten Saison oder so waren, dann ist das zumindest schon mal eine Aussagekraft. Aber auch da bin ich immer schwierig zufriedenzustellen, weil der Zustand eines Schiffes sich tatsächlich auch schnell ändern kann. Also wir hatten auch schon Vercharterer, tja, bei denen hat sich der Base Manager geändert und noch 1-2 Mitarbeiter und von einem Jahr auf das andere Jahr war dann der Zustand der Schiffe ein ganz anderer. In dem Fall leider negativ. Mussten wir uns dann auch von dem Vercharterer trennen oder haben uns von dem Vercharterer getrennt. Wir müssen natürlich gar nichts. Aber das sind so Dinge, das ist einfach schwierig, weil wenn das Schiff tolle Bewertungen hatte vor 1-2 Jahren, dann ist es schön. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dieses Jahr genauso ist. Umgekehrt allerdings auch. Wenn ein Schiff schlechte Bewertungen hat, dann heißt das nicht, dass das so bleibt. Im Gegenteil, weil stelle man sich mal vor, man war auf einem Schiff und da war was kaputt und man hatte aufgrund dieses Problems dann irgendwie, ja, hat vielleicht 1-2 Tage verloren und gibt dann eine negative Bewertung ab. Der Vercharterer allerdings repariert das danach, weil er es instand setzen muss, weil es ein guter Vercharterer ist und bringt das Schiff einfach wieder auf Vordermann, dass es wieder top in Schuss ist. Jetzt hat dieses Schiff aber diese negative Bewertung. Also ich als Kunde gucke mir das an und sage mir, um Gottes Willen, das Ding hat nur 2 Sterne, lange ich auf keinen Fall an. Falsche Entscheidung in dem Fall. Deswegen fragt uns, wir können euch vielleicht nicht genau sagen, in welchem Zustand dieses Schiff ist, aber wir können euch zumindest sagen, bei welchem Vercharterer das Schiff ist und ob dieser Vercharterer einen guten Job macht oder einen schlechten Job macht. Das ist viel mehr wert als irgendwelche Sternchen auf irgendeinem Schiff. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe euch jetzt den Grund darüber gesagt. Für mich ist das immer ein bisschen schwierig, da ein Urteil abzugeben, nur weil der ein oder andere ein paar Sterne wenig oder ein paar Sterne viel abgegeben hat. Ja, das war es eigentlich schon. Dieses Mal habe ich jetzt nur 4 Punkte gehabt. Es gibt auch hier mit Sicherheit den ein oder anderen weiteren Punkt, der mir jetzt persönlich so nicht gleich eingefallen ist. Aber ich denke, mit diesen 4 Punkten seid ihr auf jeden Fall auch schon mal gut gewappnet, wenn ihr darauf achtet. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Zum einen, bitte passt auf mit den Bildern. Nicht unbedingt alles, was ihr auf den Webseiten und Plattformen an Bildern seht, ist tatsächlich ein Originalbild. Und selbst wenn es so ist, weiß man nicht, von wann die sind. Wenn ihr unbedingt ein Bild von dem Schiff sehen wollt, was ihr bekommt, fragt nach. Manchmal ist es möglich, aktuelle Bilder zu bekommen, aber es ist doch eher schwierig. Das zweite sind die Preise. Lasst euch nicht blenden von irgendwelchen Preisen, denn oft ist es so, dass diese Preise noch nicht das Ende der Fahnenstange sind. Manchmal kommen noch Packages dazu, manchmal eben nicht. Und es ist im Endeffekt auch immer wichtig, was bekomme ich eigentlich für den Preis? Sprich, was für Ausstattungsmerkmale hat dieses Schiff? Und all das sehe ich natürlich auf den ersten Blick nicht, wenn mir die ganzen Schiffe mit den einzelnen Preisen aufgelistet werden. Also genau gucken und noch viel besser euch eine grobe Auswahl aussuchen, diese dann uns per Wunschliste schicken und uns vielleicht nochmal ein paar Zeilen dazu schreiben, was ihr euch genau vorstellt, damit wir dann wirklich professionell nochmal danach suchen können, dass ihr am Ende auch wirklich das Schiff habt, was ihr euch wünscht und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis habt. Das dritte war das Refit. Bitte auf dieses Wort aufpassen. Refit ist für mich absolut nichtssagend, wenn nicht dahinter steht, was refitted wurde und vor allem, wann es refitted wurde. Ganz wichtige Aussagen. Und selbst wenn ihr das mal bei uns irgendwo sehen solltet, ruft bitte an und sagt, hey, Charter bei Yachting, bei euch steht da Refit bei irgendeinem Schiff. Dann können wir da nochmal bei dem Vercharterer nachhaken und das auch ergänzen lassen. Also hier bitte auch nochmal Achtung. Ja, und das letzte war, wie gesagt, die Geschichte mit den Bewertungen. Ich persönlich halte nicht sehr viel davon. Es gibt einem vielleicht eine Richtung, aber ich weiß immer nie, kann ich mich da wirklich drauf verlassen oder nicht. Ein Schiff, was vielleicht auf irgendeinem Turn mal, wie gesagt, ein Problem hatte, wird dann vielleicht von einem Kunden negativ bewertet. Wenn es von dem Vercharterer dann aber wieder gut in Schuss gebracht wird, dann ist ja wieder alles in Ordnung und das ist dann eigentlich eine falsche Bewertung. Der zweite Punkt ist, von wann sind diese Bewertungen? Wenn die Bewertungen von vor 2-3 Jahren sind,
sind sie für mich einfach nichtssagend, weil das Schiff in der Zwischenzeit entweder refitted sein könnte und die Sterne überhaupt nicht mehr stimmen oder vielleicht aber auch gar nicht mehr in dem guten Zustand sind, wie sie vor 2 Jahren mal bewertet wurden. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit den paar Punkten wieder ein bisschen helfen, beziehungsweise ja, euch schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, dass ihr gewarnt seid und auf ein paar Punkte vielleicht ein bisschen mehr achtet. Ich freue mich, wenn ihr eine Anfrage habt, wenn ihr diese einfach an uns schickt und euch sagt und uns sagt, was ihr euch genau vorstellt, was ihr haben möchtet. Und wenn ihr einfach so nur Informationen zum Thema Yachtcharter und mehr haben wollt, sind wir natürlich auch immer für euch da. Meldet euch einfach bei uns. Unsere Kontaktdaten findet ihr ja auch hier unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr uns dieses Mal wieder zugeschaut habt. Ihr dürft auch gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Da freue ich mich sehr, weil es ist dann immer so ein Feedback, bei dem man weiß, dass es gut ankommt oder dass euch das hilft, was wir machen. Und wenn es nicht passen sollte, für Kritik bin ich natürlich auch immer offen. Schreibt mir einfach. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir vielleicht mal als Thema behandeln sollten, auch da freue ich mich, wenn ihr euch einfach an uns wendet. Dankeschön, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut und bis dann.